König Herodes der Große. In die Geschichte geht er als Kindermörder ein. Bis heute gilt er als herrschsüchtig, brutal und blutrünstig. Doch er ist auch ein großartiger Baumeister. Prachtvolle Bauwerke hat er hinterlassen, die bis heute archäologisch erforscht werden. Und er bringt den Menschen im antiken Palästina für fast eine Generation Ruhe und Frieden. Wer also war Herodes wirklich? Bei Matthäus im Neuen Testament wird Herodes als Kindermörder beschrieben. Die Erzählung steht im Zusammenhang mit der Geburt Jesu, als Sterndeuter sich auf den Weg machen, um dem neuen Herrscher aus Bethlehem zu huldigen. Aus Angst, Jesus könne ihm seine Herrschaft streitig machen, soll Herodes befohlen haben, alle Jungen im Alter des neugeborenen Königs der Juden zu töten. Dass im orientalischen Bereich damals das Herrschaftsgebaren, vor allen Dingen der Herrscher, auch mit Morden einherging, das ist üblich. Aber ein Kindermord ist ein Topos, der nun außergewöhnlich ist. Und das bedeutet, der Herodes war ein außergewöhnlich mächtiger und brutaler Herrscher. Das ist genau das, was ausgesagt werden soll. In keiner anderen biblischen Quelle lässt sich die Erzählung vom Kindermord finden, außer bei Matthäus. Sie setzt voraus, dass Jesus zur Zeit von Herodes des Großen geboren wurde. Ob das bis zu seinem Tod 4 vor Christus der Fall war, lässt sich nicht beweisen. Der Kindermord findet sich auch nicht beim Historiker Flavius Josephus, dessen Chroniken die Hauptquelle zu Herodes bilden. Tatsächlich haben wir solche Motive in diesem Umfeld sonst nicht. Das ist außergewöhnlich. Das ist wirklich eine Spezialität, die dem Herodes im Großen so nachgesagt wird. Und die christliche Tradition hat das verstärkt. Im Mittelalter hieß es, er hätte 144.000 Babys in Bethlehem umgebracht. In einem Dörfchen, das vielleicht 800 oder 900 Einwohner gehabt hat, ist das schon eine Leistung, die mathematisch gar nicht geht. Diese Erzählungen bestimmen das Bild von Herodes bis heute. Doch stimmt es? Um seine Bedeutung und sein Wirken zu verstehen, muss man die Umstände seiner Herrschaft und seine Biografie betrachten. Herodes der Große, geboren 73 vor Christus in Idumäa, Mutter Kypros, Vater Antipater. Beide Eltern kamen nicht aus Judäa und waren tatsächlich auch nicht jüdisch. Der Missklang, der daraus entsteht, ist die Frage, ob nun der Herodes aus einer guten jüdischen Familie stammt. Nein. Ob er von einer jüdischen Mutter stammt? Nein. Ob er dem Geschlecht der Priester entstammt? Nein. Er hatte all das nicht wirklich vorzuweisen. Und man konnte ihm immer vorwerfen, du gehörst ja eigentlich nicht zu uns. Eigentlich hätte Herodes später niemals König werden können. Denn seit 143 vor Christus regieren die Hasmonäer ein Jahrhundert unabhängig als hohe Priester in Jerusalem. Ihre jüdisch-aristokratische Herkunft und der Jahwe-Glaube stehen dabei im Mittelpunkt. Der Tempel in Jerusalem ist das zentrale Heiligtum. Das Volk ist dreimal im Jahr dahin gezogen, zu Pessach, zu Schavot, zu Sukkot. Und die haben natürlich zu diesen Festen ganz ehrlich geglaubt, ihren Tempelsteuer bezahlt, ihre Opfer vollbracht. Das war für sie ihr Zentrum, ihr Glauben. Dahin beteten sie dreimal am Tag. Dorthin haben sie eben ihr Geld gegeben und dorthin haben sie gedacht, das war ihr Mittelpunkt. Im Jahr 63 vor Christus kämpfen die Römer sich bis ans östliche Mittelmeer vor. Unter dem Feldherrn Pompeius erobern sie Jerusalem und den Tempel. Sie rücken sogar bis ins Allerheiligste vor, was einmal im Jahr nur dem Hohepriester vorbehalten war. Das war ein Sakrileg. Pompeius geht da einfach rein, er ist Römer, er darf das. Und er sagt, reinigt den Tempel und sofort weitermachen mit dem Kult. Und das ist es. Er sagt, wo es lang geht. Und das bedeutet im Jahr 63 einen Riesenumbruch für die große Politik. Pompeius setzt Hyrkanos II. Als Hohepriester ein. Er ist ein Sohn der letzten Hasmonäer-Königin. Er wird Ethnarch, ein von Rom eingesetzter Landesfürst. Damit gibt es das unabhängige Hasmonäerreich nicht mehr. Völlig klar war, dass die nun keine Außenpolitik mehr betreiben durften, dass die Steuern bezahlen mussten und dass die Hilfstruppen für die römischen Militärtruppen auch stellen mussten. Und sie wurden kontrolliert.
Das war klar. Ab sofort sagten die Römer, was jetzt hier geschehen würde. Und sie ließen daran gar keinen Zweifel. Der Historiker Flavius Josephus erwähnt Herodes Vater Antipater. 48 vor Christus stellt er sich auf die Seite der Römer, als sich Julius Caesar im politischen Machtkampf mit Pompeius befindet. Antipater unterstützt Caesar im Alexandrinischen Krieg. Er schafft es, die jüdischen Bürger hinter sich zu einen. Antipater war im Prinzip der Macher hinter den Linien des Königs Johannes oder des Ethnarchen Johannes Hyrcanus II. Der eine tritt in der ersten Reihe, weil er eben hasmonäisches Blutes ist und von den Juden anerkannt wird. Der andere macht aber die Arbeit und zieht die Fäden. Und Antipater hat auch das, was er versprochen hat gegenüber den Römern, dann auch ganz fest durchgesetzt, indem er die Römer an der Stelle unterstützt hat, wo sie seine Hilfe brauchten. Die hasmonäische hohe Priesterkaste kann ihren Einfluss auf die jüdische Religion festigen. 47 vor Christus gewährt Caesar der jüdischen Bevölkerung für ihre große Unterstützung eine religiöse Sonderstellung. Das jüdische Volk wird generell belobt und beglückwünscht. Es bekommt eine Auszeichnung, die heißt Religio Licita. Sie haben die Freiheit zu glauben, was sie wollen, auch wenn es, wie in diesem Fall, ganz gegen die römische Sitte ist. In Rom gab es den Polytheismus. Wir hatten viele Experten als Götter im Himmel und Expertinnen, Göttinnen. Und die haben ja den Römern Frieden gegeben. Und die haben den Römern Siege gegeben. Antipater wird Verwalter von Judäa und erhält für seine Loyalität im Krieg das Reichsbürgerrecht. 40 vor Christus wird Caesar ermordet. Nun ist er tot! Caesar fiel nicht im Krieg. Er fiel durch Mörderhand! Antipater wird vergiftet, weil er sich für Cassio, einen Cäsarenmörder, eingesetzt hat. Als die Parther über Syrien in Judäa einfallen und Jerusalem einnehmen, stirbt Phasael, der ältere Bruder von Herodes. Der Einzige, der davonkommt, ist Herodes der Große. Herodes flieht, er flieht nach Süden. Man denkt eigentlich, der geht zu den Nabatäern, immerhin noch ein freies Königtum. Und er wird verfolgt und kann südlich von Jerusalem sensationellerweise dennoch die Parther abschlagen. Das geschieht am Herodeion. Nicht umsonst baut er dann dort seine ganz große Burg hin. Nicht umsonst wird auch dann später sein Begräbnisort dort sein. Also das hat für ihn große Bedeutung, 40 vor. Nach der Schlacht geht Herodes nach Rom, um Hilfe zu holen. Marcus Antonius war im Triumvirat Mitherrscher über das Römische Reich und setzt ihn zum König über Judäa ein. Erst 37 vor Christus befreit Herodes mit römischen Truppen Jerusalem von den Parthern. Eigentlich war es für Herodes ganz einfach. Er war der einzige Vertreter, der sich Rom treu bewiesen hat. Und die Römer brauchten nun dringend einen Verbündeten in Judäa. Denn die Parther an dieser Stelle, das war für sie das Ende ihrer Wünsche, auch den ganzen östlichen Mittelmeerbereich in ihre Kraft und in ihre Gewalt zu bekommen. 30 vor Christus wechselt Herodes das Lager, als Octavian aus der Schlacht von Actium siegreich gegen Antonius hervorgeht. Er beteiligt sich nicht daran, was Octavian Herodes hoch anrechnet. Er wird als König bestätigt. Die von Herodes erbaute Zitadelle Herodion erinnert an den politischen Strategen und an seine große Schlacht, mit der seine Karriere beginnt. Herodes und schon sein Vater Antipater hatten sich entschieden. Sie hatten auf die römische Karte gesetzt und sie wussten, dass sie niemals selbstständig sein könnten. Aber mit den Römern konnten sie immerhin Dinge tun, die sie ganz selbstständig auch nicht hätten schaffen können, denn sie konnten für ihren Nachruhm sorgen. Herodes Königtum hält bis zu seinem Tod 4 vor Christus. Es umfasst die Gebiete Judäa, Idumäa, Samaria, Galiläa und weite Teile des Ost- und Westjordanlands und darüber hinaus. Er wird Klientelkönig. Politisch ist Herodes viel mächtiger geworden. Er bekommt auch mehr Land zugesprochen, nämlich noch in Südsyrien. Also, er ist ein Herrscher über ein Gebiet weit über das jüdische Mehrheitsgebiet hinaus. Das heißt, die Römer wollten hier eine politische Lösung. Das war er. Die religiöse Lösung musste Herodes dann vor Ort selber klären.
Als Vasall Roms sieht er sich dem Kaiserkult verpflichtet. Aber er weiß auch um die Bedeutung der jüdischen Religion für die Bevölkerung. Die Sensibilität in dieser Frage bestimmt Herodes innenpolitisches Handeln. Herodes der Große zeigte viel nach außen. Er ging immer zu den hohen Feiertagen nach Jerusalem. Er nahm immer an den Zeremonien teil. Und es wird nie gesagt, dass er sich da irgendwo persönlich daneben benommen hätte. Er wusste sehr genau, was das Volk da von ihm verlangte. Und das tat er. Die religiösen Sonderrechte der Juden lässt er bestehen und prägt niemals Münzen mit seinem Konterfei. Eine Maßnahme, um die verschiedenen religiösen Gruppierungen zu befrieden, die sich in seinem Herrschaftsgebiet etablieren. Er wusste, gerade die Darstellung von Personen ist im Judentum verboten. Und daran hat er sich gehalten. Also seine wichtigste Aufgabe war, niemanden, keiner großen Gruppe und vor allem nicht den vielen Kleinen, irgendwelche Vorwände zu liefern, ihn dann als Anti-Messias irgendwo abzusägen und gegen ihn vorzugehen oder Aufstände zu machen. Um als religiöser Herrscher Anerkennung zu finden, heiratet er nach seiner ersten Frau Doris Mariamne, die Enkelin des Hohepriesters Hyrkanos II. Dadurch will er die hasmonäische Tradition fortführen. Ich glaube nicht, dass die Heirat mit Mariamne eine gute Idee war. Also vielleicht eine gute Idee, wenn die Ehe glücklich gewesen wäre und wenn die Söhne ganz im Sinne des Herodes des Großen aufgezogen worden wären, dass sie warten, bis der Vater freiwillig stirbt und sie dann erst nach der Macht greifen. Aber das war alles nicht der Fall. Die Mariamne ist diese politische Ehe eingegangen, aber sie hat nie ihr Ziel verlassen, dass eigentlich Hasmonäer wieder an die Macht gehören. Das führt zu Verschwörungsplänen und Intrigen. Seine Macht lässt sich Herodes jedoch nicht streitig machen. Mariamnes Bruder, den er selbst zum Hohepriester ernannt hat, lässt er 36 vor Christus töten. Dieser Hohepriester war gerade mal 16 Jahre. Er hatte also eine große Karriere vor sich. Dann gab es das berühmte Sukkot-Fest, an dem der Hohepriester viel mehr beachtet und viel mehr Beifall bekam vom Volk als Herodes der Große. Ja, was blieb Herodes in seiner Mentalität anders übrig, als ihn umzubringen? Er hat das perfide gemacht, er hat ihn eingeladen nach Jericho, um dort im Pool auch einfach zu baden, wie alle anderen auch. Und die Höflinge haben ihn dann so lange zum Tauchen animiert und nach unten gedrückt, bis er dann einfach schlicht und ergreifend ertrank. Typisch Herodes. 30 vor Christus lässt Herodes Hyrkanos II. Töten. Später seine Frau Mariamne und seine beiden Söhne, weil sie sich gegen ihn verbünden wollten. An seiner Macht lässt er nicht greifen. Und vielleicht zeigt das seinen negativsten Zug. Vielleicht hat er unendliche Minderwertigkeitskomplexe, besonders gegenüber der Priesteraristokratie. Denn sonst hätte er nicht in dieser schlimmen Weise gegen eben die hasmonäische Dynastie vorgehen müssen. Es war nie eine Liebesheirat mit Mariamne, aber so war sie auch nicht gedacht. In der judäischen Wüste verwirklicht Herodes ein aufwendiges Bauprojekt. Masada ist eine prächtige Wehr- und Festungsanlage, die er zu seiner Sicherheit bauen lässt. Ein politisches Statement mit Außenwirkung. Gebraucht hat er sie jedoch nicht. Herodes war ein ausgesprochen großer Baumeister. Die Frage ist, wo hatte er das ganze Geld her? Und die erste Antwort ist, er war ja auch der Friedenskönig. Wer 40 Jahre lang keine Bürgerkriege hat, was eben sonst immer an der Tagesordnung war, der kann das Geld sparen, eine Brücke zweimal und eine Straße dreimal zu bauen und Häuser immer wieder neu aufzubauen, sondern er hat das investiert in seinen Nachruhm und in diese großen, wunderbaren Bauten. Er gründet Caesarea Maritima und den bedeutendsten Hafen im antiken Palästina mit wissenschaftlichem Know-how aus Rom. Dort errichtet er auch einen Tempel zu Ehren seines Kaisers. Es gehörte ganz sicher zum Standard, dass man den polytheistischen Göttern und dem Kaiser huldigte. Das war eine Frage, bin ich der Freund des Kaisers? Bin ich ein verlässlicher Partner oder nicht? Und das drückte man in bestimmten Formen aus, nämlich in der Form eigentlich, in der man den Kaiser in den eigenen Tempel hineinbrachte, in den lokalen Kult. Das verhinderte Herodes, weil dann wäre der Aufstand losgegangen.
Caesarea Maritima wählte er zu seinem Regierungssitz, weit weg vom religiösen Zentrum der Juden. Die Stadt soll den Römern zur Unterhaltung dienen. Dort lässt er ein Hippodrom bauen und ein großes Theater. Das war sein Traum, das war seine Stadt. Und wenn jemand gefragt hat, wer ist Herodes der Große, dann denkt man religiös nach Jerusalem. Aber von der Gewalt, wie man gelebt hat, von der Größe, von dem, wo es glänzt und blinkt, das war immer Caesarea. Dort war Reichtum, dort war Handel und dort war das leichte Leben, was die Römer liebten. Und natürlich auch das gut situierte Leben, denn Ägypten war nicht weit, die Kornlieferungen waren nicht weit. Es war die Vorzeigestadt. In Jerusalem ist seine Baupolitik religiös motiviert. 21 vor Christus lässt er den Tempel neu bauen. Er selbst stellt sich in die jüdische Tradition und betont in einer Rede seine Dankbarkeit gegenüber Jahwe, dem Gott der Juden. Wenn Herodes wirklich ein jüdischer König sein will, dann muss er auch sein Judentum unter Beweis setzen. Wie kann er das besser tun, als einen Tempel zu bauen? Und das Recht, es zu bauen, impliziert schon, dass er Jude ist, und zwar ein Anerkannter. Deshalb musste er sich dann eben auch den Hohenpriester suchen, der das mitmacht. Die Jerusalemer Tempelanlage ist das größte und aufwendigste Bauprojekt von Herodes. Die Bauzeit dauert über seinen Tod hinaus an. Der opulente Bau lässt sich bei Josephus nachlesen und bis heute nachvollziehen. Die gewaltige Befestigungsmauer hat die Zeit überdauert. Da, wo wir ausgegraben haben, in der heutigen Altstadt, die nicht die damalige war, da gibt es einen riesen Steinbruch von 250 Meter mal 150 Meter und man hat Steine von über 22 Meter Höhe dort abgebaut und hat sie dann nach Südosten geschleift, wo der Tempel gebaut worden ist. Den ersten Teil, das konnte jeder machen. Aber die Arbeit dann am Tempel selber konnten nur die Priester machen. Das hat er ihnen auch gelassen. Herodes trägt maßgeblich dazu bei, Jerusalem als Pilger- und Handelszentrum auszubauen. Er erweitert die Stadt durch eine opulente Stadtmauer mit verschiedenen Eingangstoren, um den Pilgerströmen gerecht zu werden. Man muss sich das so vorstellen. Die jüdischen Pilger kamen zum Großteil aus der Stadt oder aus dem Süden und kamen dann natürlich im Süden an, an dem Tor, das wir ausgegraben haben, nämlich dem Sena-Tor im Südwesten der Stadt. Flavius Josephus sagt uns, 1 Million Juden hätten in Alexandria gelebt. Nehmen wir eine Null weniger, aber 100.000. Und die wollen einmal im Jahr oder vermutlich realistisch einmal im Leben nach Jerusalem. Und dann sehen sie die heidnischen Tempel und dann kommen sie zu seiner kleinen Hütte. Das funktioniert nicht. Er hat ihnen das geschaffen, was sie erwartet haben, was die Erwartungshaltung war. Wenn man aus dem Ausland kommt, mindestens muss unser Gott genauso groß und genauso schön verehrt werden. 4 vor Christus stirbt Herodes. Am Herodion hat seine Erfolgsgeschichte begonnen. Hier soll sie auch enden. 2007 entdeckt der Archäologe Ehud Netzer ein Mausoleum. 3 Sarkophage wurden gefunden. Einer davon wurde Herodes zugeordnet. Alle wurden zerstört. Nach Herodes Tod spitzt sich die Ablehnung der römischen Fremdherrschaft immer weiter zu. Das führt in den Jahren 66 bis 70 nach Christus zum ersten jüdischen Aufstand und der Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch die Römer. Damit war die Zeit des Friedens endgültig vorbei. Natürlich denke ich, dass man Herodes den Großen als Friedensfürst bezeichnen kann, denn er hat 40 Jahre Frieden geschaffen. Es gab 40 Jahre keine Bürgerkriege, aber er hat nichts befriedet. Die innerjüdischen Streitigkeiten sind geblieben, an denen ist dann auch sein Volk zerbrochen und der Aufstand 66 bis 70 war eigentlich politisch gesehen eine große Dummheit, denn gegen die Römer war damals kein Krieg zu gewinnen. Für fast eine Generation war Ruhe eingekehrt in Palästina. Davon zeugen bis heute Herodes enorme Bauwerke. Er war strategisch klug, aber nicht immer friedlich. Gegen seine Gegner ist er durchaus brutal vorgegangen. Bis zu seinem Tod ist es ihm gelungen, die unterschiedlichen religiösen Interessen zu befrieden. Dabei blieb er immer loyal gegenüber Rom. Und wie schätzt ihr Herodes nach diesem Video ein? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Abo.